Und wir kommen jetzt zu einem Produkt, das wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Von der Welt, Computerbild und namenhaften Blättern. Und das natürlich auch zu Recht. Es geht um das Thema unterwegs Musik hören, ja, oder mal eben telefonieren. Ist ja an sich nichts Neues, kann man ja machen, wenn man so ein In-Ear-Headset hat mit Kabel, pipapo. Ja, und da wären wir auch schon bei den großen Problemen. Das störende Kabel, man bleibt ständig hängen und zieht die Dinger sich raus und es macht einfach keinen Spaß, damit mal vernünftig zu telefonieren. Dann gibt es Headsets, die heißen ja kabellose Headsets, aber man hat trotzdem ein Kabel, was man sich hinten rumlegt. Sind das dann wirklich kabellose Headsets? Unsere schon, stimmt's, Ralf? Tja, so heißen sie auch. Ein Name, den ich nicht so ganz begrüße. Das heißt nämlich ausgesprochen, jetzt nenne ich den einmal True Wireless In-Ear Stereo Headset. Das heißt also wirklich absolut kabellose, ins Ohr zu steckende Stereo-Kopfhörer. So wird es auf Deutsch heißen. Aber wir sind halt ein bisschen wert der englischen Sprache verfallen. Aber nichtsdestotrotz, der Klang der Musik ist in jeder Sprache gleich. Und hier ist er fantastisch. Und wirklich kabellos heißt auch, dass die Verbindung zwischen den beiden Kopfhörern, Stereo-Kopfhörer, nicht per Kabel gemacht wird. Sondern sobald Sie das in die Hand nehmen, also aus der Aufbewahrungsbuchse, verbinden Sie sich automatisch. Und jetzt werden die per Bluetooth verbunden mit Ihrem Smartphone zum Beispiel. Geht natürlich auch mit allen anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Das heißt, das Signal, das Musiksignal kommt auf den Ohrhörer und damit in Ihr Ohr. Und da sehen wir die Aufbewahrungsbox. Die ist jetzt nicht nur für sicherer Transport und Aufbewahrung, sondern das ist auch gleichzeitig noch eine Powerbank. Die erweitert nämlich die Reichweite ganz, ganz enorm Ihrer Kopfhörer. Eine Ladung reicht für bis zu 2,5 Stunden Musikgenuss und 4 weitere Mal kann man die aufladen. Also das heißt, ohne eine Steckdose zu sehen, circa 12 bis 12,5 Stunden Musikgenuss pur und das mit diesen kleinen Kopfhörern. Und die steckt man sich einfach ins Ohr. Ohrpaarstücke in 3 Größen dabei. Das heißt, egal was für ein Ohr Sie haben, die passen auf jeden Fall. Ein so ein Kopfhörer, der wiegt gerade mal 5 Gramm. Und ich stecke mir mal einen ins Ohr, dann sieht man auch, wie einfach das ist. Moment, ich muss jetzt so richtig rumschauen. Fast nicht zu sehen. Und jetzt kann ich hier Musik hören. Ich kann mich auch bewegen, der fällt nicht raus, der hält. Und wenn jetzt ein Anruf kommt auf meinem Smartphone, dann muss ich nicht das Smartphone in die Hand nehmen, sondern hier haben wir so eine Einknopfbedienung, also One-Touch-Bedienung heißt das. Hier draufdrücken und ich entnehme den nächsten, oder das Gespräch entgegen oder kann auch die letzte Nummer, die ich angerufen habe, wie nochmal drücken, also Wahlwiederholung. All das ist drin. Und was ich hier auch noch schön finde, Anne-Kathrin, da hatten wir es vorher, vor der Sendung, man sieht das oftmals bei jüngeren Leuten. Der eine hat Kopfhörer an, so kabelgebundene und sagt so kleine In-Ears und sagt dann zu seinem, oh, hör mal die Musik. Und dann kommt der ganz nah und dann kriegt er die andere Hälfte vom Kabel. Das brauchen wir hier nicht machen. Das kannst du, das hier 20 Meter Reichweite. Genau. Also hier kannst du auch zu zweit die Lieblingsmusik hören. Aber ich finde das so schön. 5 Gramm, gerade mal leicht. Auch für Sport bestens geeignet, weil man ist da überrascht. Das hat zwar keine Halterung, aber durch diese wirklich genial gemachten Ohrpaststücke hält das bombensicher in deinem Ohr. Und wenn dann mal du keine Musik mehr hörst, machst es einfach wieder in diese Aufbewahrungsbox. Und das ist nicht nur gut aufgehoben, sondern wird gleichzeitig von dieser Schatulle wieder aufgeladen, sodass dann beim nächsten Stopp oder beim nächsten Trainingseinheit die Kopfhörer wieder voll da sind, also die Akkus geladen sind und der maximale Musikgenuss wieder da ist. Die Frequenz, das ist auch immer wichtig bei solchen Headsets, der Frequenzbereich 20 bis 20.000 Hertz, also nirgends abgeschnitten. Hier kann man wirklich den Musikgenuss pur mit tiefen Bässen, aber auch mit klaren Höhen genießen und für mich ist das ein wirklich tolles Klangerlebnis. Also für alle, die sich neue Kopfhörer im Ohr, also in ihr Kopfhörer leisten wollen, das hier ist die perfekte Wahl. Und es gibt natürlich auch andere Hersteller, die diese wirklich absolut kabellosen Stereo-Kopfhörer anbieten. Aber dann kostet sowas natürlich gleich mal im dreistelligen Bereich, also 100 Euro und mehr. Und diese Kopfhörer, Anne-Kathrin hat es gesagt, wurde auch mehrfach getestet und auch die Presse hat sich dazu gemeldet. Und das schauen wir uns jetzt mal hier an. Computerbild, ich glaube, das kennt jeder, Preis-Leistungssieger und das Fazit, ein kräftiger und präziser Bass. Insgesamt ein guter Klang. Also das ist jetzt mal eine Auszeichnung, weil man weiß, Computerbild geht nicht immer mit allen Produkten ganz so zimperlich um.
Da hast du vollkommen recht. Ja, bei 47,41 Euro ist das natürlich wirklich ein Sieger. Nicht nur was den Preis betrifft, natürlich auch die Leistung wurde eben getestet. Aber liebe Großeltern, das ist auch mal ein wunderbares Geschenk an die Enkelkinder. Heutzutage funktioniert ja gar nichts mehr über Bluetooth-Musik hören. Jeder hat nur noch die Kopfhörer wirklich im Ohr. Ich weiß, als es noch rauskam damals, dachte man immer, führen die Selbstgespräche? Ja, da stand man im Supermarkt und da haben sich dann irgendwelche Mädels dann mit sich selbst unterhalten, bis man dann irgendwann mal mitbekommen hat, Mensch, die haben solche kabellosen Headsets im Ohr und das ist auch die Zukunft. Und die werden immer teurer, vor allen Dingen mit so einem tollen Klang. Und dann gleichzeitig das Ladeetui ist auch gleichzeitig die Transportbox. Ich weiß auch, ich hatte damals ganz, ganz teure Headsets, aber mit Kabel. Und irgendwann ist das Kabel kaputt gegangen. Und wenn das Kabel kaputt ist, kannst du ja das ganze Teil eigentlich wegschmeißen. Hier gibt es keine Kabel. Dafür gibt es hier jede Menge Musikgenuss oder zum Telefonieren plus Ladeetui plus diese kleinen Passstückchen für die Ohren, je nachdem wie groß der Gehörgang ist. Ja, die Ohrmuschel hier ganz groß, mittel und klein. Da haben wir für jeden wirklich was dabei. Und du hast es gesagt, die sind wirklich ultra leicht. Also wenn ich die auf der Hand liegen habe, ich merke die gar nicht. 5 Gramm, man merkt sie wirklich nicht. Auch im Ohr spürst du sie. Das ist wie kleine Rosinen. Das vergisst du nach ein paar Sekunden, dass du das drin hast. Ich möchte auch noch eine zweite Anwendung hier an MMM, also auch für Musikliebhaber natürlich prädestiniert. Aber ich kenne viele, die telefonieren viel und die haben dann diese Headsets im Ohr. Oftmals nur Mono, also nur eins, würde hier ja auch reichen. Aber die stehen dann soweit hier vor. Ja, hast du das auch schon mal gesehen? Ja. Ich finde das so hässlich. Ich auch. Ja, ich könnte mich immer amüsieren, wenn ich sowas sehe. Aber damit, wenn man eben wirklich wichtige Telefonate führen will, auch beim Autofahren, ich glaube, das sieht fast keiner. Das verschwindet ja fast. Sie sehen also, von vorne sieht man so gut wie gar nichts, wenn man es richtig anpasst. So, jetzt ist es drin. Und jetzt kann ich trotzdem telefonieren, ohne mich dabei ein klein wenig lächerlich zu machen. Ich finde das eine tolle Sache. Sieht toll aus, beim Sport natürlich prädestiniert, beim Autofahren als Freisprecheinrichtung zu nutzen. Auch beim Radfahren, das muss ich auch nochmal betonen, auch beim Radfahren ist ja das Telefonieren mit dem Smartphone in der Hand verboten. Kostet mittlerweile, wenn du erwischt wirst, 60 Euro. Beim Autofahren kostet es 100 Euro. Aber auch da wäre es natürlich ein Argument, lieber einmal 47,41 Euro ausgeben und dann die 60 Euro Strafzettel, für die man nichts bekommt, sparen. Ich glaube, da braucht man keinen Taschenrechner, was die bessere Variante ist. Das stimmt. Also das kann man ja überall nutzen. Beim Sport, beim Spazierengehen, beim Radfahren, beim Telefonieren im Auto. Sowas ist doch toll. Schauen Sie mal, was Diana hier für einen Spaß hat. Und das ohne störende Kabel. Ich finde das genial. Die Passform ist toll. Sie sind leicht, sie wiegen nicht. Sie sind ultra bequem und der Preis, der ist wirklich ein absoluter Sieger, wie das hier auch schon die Computerbild geschrieben hat, für 47,41 Euro. Da sollte man jetzt hier ganz schnell in die Leitungen gehen. Schauen Sie, geladen, einfach hier reinstecken, jeweils links und rechts und dann zuklappen und dann kann ich die überall schön mit hinnehmen. Sieht auch schick aus. Ist auch ein schönes Geschenk. Wie gesagt, Kinder, Enkelkinder, die freuen sich über sowas sehr. Ja, und die freuen sich vor allem über die hervorragende Klangqualität. Hier, wir haben es gerade noch mal gesehen, also Computerbild ausgezeichnet, den Klang und auch die tiefen Bässe. Das ist oftmals ein Manko. Es gibt viele dieser Headsets, die sind teurer, aber die haben einen ganz anderen Frequenzbereich. Die fangen zum Beispiel erst bei 300 Hertz an und gehen dann nur bis 15.000. Ja? Und da geht einfach was am Klangvolumen verloren. Hier haben wir den maximalen Klang, eine tolle Gesamtkomposition, Komposition der Musikzusammenstellung, also von den Bässen bis zu den Höhen und ein Gewicht, das man wirklich fast nicht merkt in den Ohren. Nochmal 5 Gramm pro Ohrstück und 2 sind es natürlich, das ist ein Stereo-Headset. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Das wiegt so gut wie nichts, wie eine Feder. Könnte ich jetzt von der Hand pusten. Ja, und schon sind sie weg. So leicht sind die. Liebe Zuschauer, ZX1658 und die 569 ist hier für die Bestellnummer. Ein wirklich kabelloses In-Ear-Stereo-Headset und das für unter 50 Euro. 47 Euro. Gehen Sie jetzt schon in die Leitung. Wunderbares Geschenk. Oder wenn Sie viel Telefonierer sind fürs Auto oder wenn Sie die Hausarbeit nebenher machen, Musik hören und das wirklich kabellos, das ist doch genial. Deswegen jetzt anrufen 0180 51 51 und dreimal die 2 und diesen TV-Sonderpreis, den sichern Sie sich jetzt in den nächsten 2 Stunden. Deswegen husch, husch, ran ans Telefon und viel Freude damit.